So Leute, das ist jetzt eigentlich das Ende des Videos. Allerdings schneide ich das jetzt an den Anfang, weil dann mehr Leute teilnehmen. Rechts oben am i können jetzt abstimmen, welchen Spieler wir uns in der nächsten Folge holen sollen. Inmitten der Folge ungefähr haben wir drei Verhandlungen gestartet. Finn Bogason, Gabriel Jesus und Sandro Wagner. Könnt ihr auf jeden Fall euch reinziehen. Bitte bleibt bis zum Ende dran, dann kriegt ihr sowieso alles mit. Das zweite Spiel war übrigens gerade mega geil gegen Wolfsburg. Will ich nicht zu viel spoilern, aber mega geiles Spiel. Also bleibt wirklich bis zum Ende dran. Auf jeden Fall könnt ihr jetzt zwischen den drei abstimmen. Wen von denen holen wir uns? Ich will mir nicht alle holen, aber ich will mir halt einen oder zwei holen. Mal gucken, wie das Ergebnis jetzt ausfällt. Also votet bitte für euren Favoriten Finn Bogason, Gabriel Jesus oder Sandro Wagner. Und dann schauen wir einfach mal, dass wir in der nächsten Folge dann einen der drei kaufen. So, jetzt geht's weiter mit dem normalen Video. 3, 2, 1. Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge der PES 18 Trainerkarriere. In der letzten Folge haben wir unsere B11 und C11 jeweils einmal spielen lassen und wir haben zwei Siege geholt. Wer die letzte Folge noch nicht gesehen hat, rechts oben beim i verlinkt. Da habe ich euch auch mal gefragt, ob wir denn zu Juve wechseln sollen oder nicht, denn wir haben ein Angebot von Juventus Turin bekommen. Die Mehrheit war dafür, dass wir bei Bayern München bleiben sollen. Das war eigentlich auch meine Wahl, aber ich habe ja euch entscheiden lassen. Aber die Mehrheit war zum Glück für den FC Bayern München. Wir sollen dann nur nicht weggehen. Wir sind ja erst jetzt bei den Trainer geworden. Wir müssen uns auch irgendwie bis Ende Dezember entscheiden. Aber die Entscheidung ist damit gefallen. Und hier unten sehen wir schon, am 1. Januar fängt dann auch wieder die Transfersphase an. Da haben wir auch ein paar Leute ein paar Spielervorschläge geschrieben. Darum kümmern wir uns aber nach dem Spiel gegen Stuttgart dann eben halt am 1. 2. Mai, dass wir da ein bisschen gucken. Da lese ich ein paar Leute vor, die mir ein paar Vorschläge geschrieben haben und dann schauen wir mal, wen wir uns dann holen können als Stürmerersatz eben, wenn Lewandowski mal nicht kann, mal ausfällt, was auch immer. Aber wie gesagt, wir starten jetzt rein gegen Stuttgart. Übrigens, wer die letzte Folge der Verteidigerkarriere nicht gesehen hat, die haben irgendwie nicht so viele gesehen, irgendwie vielleicht mit der Abo-Box wieder irgendwas falsch, rechts oben beim i verlinkt, schaut auf jeden Fall mal rein. Und ich würde sagen, wir starten jetzt ins Spiel gegen Stuttgart. Let's go! So, Anstoß, jetzt darf auch wieder die erste Elf von den Münchnern spielen. Ich habe mich jetzt einfach mal dazu entschieden, weil wir haben ja jetzt dann auch gleich ein bisschen mehr Pausen zwischen den ganzen Spielen. Oh, ganz, ganz gut gemacht da von Ribéry, der da einfach mal abgezogen hat. Ha, Pfosten. In echt hat ja Bayern den letzten Spieltag gegen Stuttgart ein bisschen hergeschenkt, fand ich. Sie haben, glaube ich, irgendwie 80% Ballbesitz gehabt. Und wir waren da in der Live-Konferenz ja auf Jans Kanal ein bisschen am Labern darüber. Zumindest ich habe mich da ein bisschen drüber geärgert, dass die Bayern nicht gewonnen haben gegen Stuttgart. Hier fällt das 1-0 durch Robert Lewandowski. Yes, Mann. Und ich habe direkt weggedrückt. Nice. Wer die Live-Konferenz von Jans Kanal nicht gesehen hat, rechts oben auch die beim i verlinkt. Ja, wie gesagt, ich war ein bisschen geärgert darüber, dass die Bayern das letzte Spiel hier so behindert verloren haben. Also Stuttgart super gut gespielt, kann man nichts sagen. Und ich gönne sie ihnen auch, aber ja, 4-1, obwohl sie 80% Ballbesitz hatten, die Bayern. Ja, ist schon irgendwie traurig, dass sie da nichts draus gemacht haben. Ein paar Chancen hatten sie ja auch, da hat Zieler ganz gut gehalten. Ja, wie gesagt, also ist irgendwie schade gewesen, aber macht nichts. Und da fällt das Tor. 1-1. Terodde macht das Ding. Ah, das war eine gute Chance. Gut rausgespielt. Fand ich jetzt zumindest. Ah, Mann. Ich hatte ein bisschen Glück. Ich wollte schon sagen, dass ich da mega, mega Glück hatte, weil der Ball dann in den Pfosten gegangen ist. Dann dachte ich, halt meine Fresse. Weil ich gleich Stalkers hier und so kam es dann auch. Also hier war echt nicht schlecht gespielt. Ein bisschen Glück, wie gesagt. Ja, und Terodde macht dann das Ding. 1-1, okay. Wir müssen viel mehr nach vorne machen. Wäre so eine Idee.
Jawohl, jetzt fällt der Robert Lewandowski die Tormaschine der Bayern. Zumindest hier in PES. In echt auch nicht schlecht, lässt halt nach, gibt ja viele Diskussionen um ihn. Aber hier hat er auf jeden Fall mal wieder geknipst. Alaba mit der recht guten Flanke, Müller auch mit einem guten Kopfball. Super Parade vom Torwart, ist glaube ich gar nicht Zieler hier. Und ja, Lewandowski muss ihn dann nur noch einschieben. Sich die Ecke quasi auch aussuchen dürfen. Ja, läuft doch. 2-1, schon mal besser. Tor für die Bayern. Cool gemacht. Thomas Müller. 37. Spielminute. 3-1. So hätte es gestern eigentlich auch laufen müssen, ne? Für euch war das ja gar nicht gestern, das laber ich. Vorgestern für euch, glaube ich. Für mich ist heute Sonntag, Leute. Dass ihr Bescheid wisst. Ja, war gut, dass ich mit Lewandowski lieber nochmal rausgespielt habe auf Alaba. Die Flanke kam wieder gut, wie die von... Ja, doch, war auch Alaba vorhin. Und Müller mit dem Kopf wieder recht gut. Torwart kann diesmal nichts machen. 3-1. 3-1, Halbzeit. Ja, passt. Passt auf jeden Fall. Würde mich freuen, wenn wir nicht nachlassen, sondern am besten noch ein, zwei Tore machen. So ein 5-1, das wäre schon mal geil. Hatten wir am Anfang der Saison öfter mal. Und jetzt fällt das 5-1 eigentlich so gut wie nie. Ja, der ist drin. Ja, Mann. 4-1. Also der Schiri hat gerade ein bisschen scheiße gepfiffen. Gegen uns, für uns, alles so ein bisschen, ja, alles so ein bisschen lächerlich. Gab hier einen Freistoß, den haben wir kurz ausgeführt, der Pass, der war nicht so gedacht. Die Flanke war nicht schlecht, Lewandowski steht da komplett frei, der Torwart hat einen Patzer. Also das Tor war ein bisschen glücklich alles. Aber soll mir egal sein. 4-1. Oh, Lewandowski! Was ist denn mit dem Typen? 4 von 5 Toren schon wieder. Und hier in der 89. wieder ein Hammer, Hammer-Ding. Könnte wieder ein Tor des Monats sein. Könnte wieder ein Tor des Monats sein. Robben und Lewandowski traut sich's einfach mal. 5 zu 1 tatsächlich. 4 Tore hat Lewandowski heute gemacht. Müller auch noch eins. 5 zu 1. 5-1. Seit langem ist es her, dass wir dieses Ergebnis erzielt haben. Ach Mann. Das waren noch Zeiten, wo wir 5-1 immer 5-1 gewonnen haben. Es war ein historisches Ergebnis, ist das. 5-1 gegen Stuttgart. Lang ist es her. Gut gespielt, muss man sagen. Stuttgart hätte auch mehr verdient. Aber das ist mir egal, ganz ehrlich. Das ist mir egal. Die anderen Ergebnisse. Dortmund, Bremen 1-0. Bayern gegen Stuttgart 5-1. Hertha gegen Hoffenheim 0-1. Freiburg gegen Hamburg 1-3. Frankfurt gegen Leipzig 0-1. Leverkusen, Augsburg 1-0. Schalke, Borussia München, Gladbach 2-2. Hannover gegen Mainz 1-0. Und Köln gegen den VfL Wolfsburg 2-2. So, wir blicken auf die Tabelle und sehen, wir haben einen Vorsprung von 7 Punkten zu Hoffenheim. Und unser nächstes Spiel ist, glaube ich, gegen Wolfsburg. Das kommt jetzt dann aber nach der Transfersphase. Jetzt kommen irgendwie noch, das ist der Monatsbericht, unentschieden gegen Schalke, das war mies, das war echt mies. Dann aber ein souveränes 0-4 gegen AC Milan, 2-4 gegen Augsburg und 1-2 gegen Hamburg. Das waren die B- und C-Elf. Und jetzt mit der ersten Elf 5-1 gegen Stuttgart. So, wir gucken jetzt einfach mal, was jetzt noch kommt. Also es kommen jetzt irgendwelche Spieler des Jahres Auslosungen. Ja,
Mr. Blablabla hier, keine Ahnung. Ich kann den Namen sowieso nicht aussprechen. Wird Fußballer des Jahres aus Asien. Mein herzlichen Glückwunsch. Und jetzt wurden uns ein paar Sachen angeboten. Wir sollen uns entscheiden. Wir haben ein Angebot bei Hoffenheim. Wir haben ein Angebot bei Hamanuchi, keine Ahnung. Und wir sollen es bis zum 31. Dezember entscheiden. Da ist natürlich das Angebot aus Juventus Turin verlockender. Aber auch das werden wir ablehnen. Wir möchten bei Bayern bleiben. Clubrangliste. Ja, Juventus ist tatsächlich auf Platz 1 und wir sind auf Platz 2. Ich möchte nicht zu Juventus wechseln, wenn ihr das auch so seht. Zumindest der Großteil. Dann... ja, finde ich das ganz nice. Dann können wir bei den Bayern bleiben. Jetzt kommt ein bisschen mehr Gequatsche. Denn jetzt, wie gesagt, kommen auch Transfersphase, bla bla bla. Ich hoffe trotzdem, dass ihr nicht zum nächsten Spiel direkt überspringt, sondern natürlich hier dran bleibt. Ich weiß nicht, muss man das jetzt irgendwie anwählen? Ich will jetzt da nichts anwählen und dann doch irgendwie zum Behindertenverein wechseln, wie Hamanuchi oder so. Das möchte ich jetzt nicht. Also ich drücke da jetzt mal nichts rum. Die Angebote verfallen wahrscheinlich so oder so irgendwann. Jetzt gibt es die nächste Fußballer des Jahresvergabe und zwar in Südamerika. Und da ist es irgendwie Pavon geworden oder wie auch immer man den ausspricht. Mein herzlichen Glückwunsch auch natürlich hier. Liste bekannt gegeben, ja. So, wir müssen auf ein Trainerangebot reagieren. Da gucken wir jetzt mal hin. Trainerbüro, Trainerkarriere. Und Angebote als Trainer. Ich möchte alle ablehnen. Ich drücke jetzt zuerst auf Juventus, weil falls es jetzt annimmt, dann wenigstens bei Juventus. Vertrag. Vertrag, ne? Akzeptieren Sie den Posten als Trainer? Nein, will ich nicht. Hör doch auf. Ablehnen. Ja, keine Ahnung, ich muss einfach gar nicht drauf reagieren, hoffe ich einfach mal. Weil ihr habt ja gerade gesehen, wenn ich draufklicke, dann kann ich den Vertrag planen, aber jetzt habe ich ihn wieder abgelehnt, weil ich will nicht wechseln. Ja, ich drücke jetzt einfach mal auf Weiter. Ach so, ja, Sie werden das Transferangebot ausschlagen und Trainer dieses Vereins bleiben. Sind Sie sicher? Jawohl. Wir möchten bei dem FC Bayern München bleiben. Da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. Und die Mannschaft des Monats wurde bekannt gegeben. Da sind drei Bayern-Spieler vorhanden und die sind alle vorne im Sturm. Lewandowski, Müller und James Rodriguez. Ja, ist ganz schick. So, jetzt die Eröffnung des Transferfensters. Heißt, wir haben jetzt einen Monat Zeit, was Leute einzukaufen. So, wir gucken jetzt mal. Also wir können jederzeit hier Leuten einen Profivertrag anbieten. Das ist schön zu wissen. Also könnt ihr mal schreiben, ob wir hier jemanden hochziehen sollen als Profi oder nicht. Und wen vor allem, ob wir da wirklich eine bestimmte Position nehmen sollen oder halt einfach die Spieler, die gut geratet sind. Das weiß ich jetzt nicht. Da könnt ihr mal was schreiben. Würde ich gern machen, aber ich, wie gesagt, kenne mich damit nicht so aus. So, Jonas Ristock oder wie auch immer man das ausspricht, sorry, wenn ich es falsch ausgesprochen habe, hat geschrieben, wir sollen uns Finn Bogason holen. Das finde ich eine ganz schön gute Idee eigentlich. Sein Vertrag endet zwar erst am 31.08.2020, aber es ist wirklich ein guter Ersatzstürmer. Es ist jetzt keiner so übertriebener Stürmer wie irgendwie Ronaldo oder so. Aber es ist ein guter Stürmer und den könnte man sich tatsächlich als Ersatzstürmer mal angucken. Und ich würde einfach sagen, wir wollen ihn ein Jahr ausleihen. 6 Monate ausleihen, ein Jahr ausleihen oder direkt kaufen. Also ich würde ihn erstmal für 6 Monate ausleihen, Verhandlungen über Leihtransfer aufnehmen. Dann hat Ultimative Player okay geschrieben, wir sollen versuchen, uns Gabriel Jesus zu holen. Das wäre jetzt ein besserer Spieler, muss ich sagen. Es hat übrigens auch noch jemand geschrieben, Mbappé, aber das ist mir eine Liga zu hoch, auch wenn er das gleiche Rating hat und ähnlich wie Gabriel Jesus ist. Aber da lieber hier ihn hier. Ja, es ist ein bisschen schwieriger zu holen. Und bei ihm würde ich aber trotzdem auch mal ansetzen, ausleihen.
Ja, auch 6 Monate, ne? Oder ein Jahr. Komm, wir machen mal ein Jahr. Hier mal eine Ausleihe anfragen. Ist halt ein besserer Spieler als Finn Bogason. Allerdings, ja, ist er wahrscheinlich halt auch schwieriger zu holen. Und er wird wahrscheinlich auch ungern nur den Ersatzmann für Lewandowski spielen. Das ist dann auch ein bisschen so das Problem. So, und dann kam jemand noch auf die schlaue Idee, und das war Jannis, uns einfach Sandro Wagner ja zu holen. Und ich dachte mir, warum bin da ich nicht drauf gekommen? Da ich habe es ja am Anfang voll verpennt, das mit dem Kader-Update und so, dass Sandro Wagner bei Bayern spielt. Es wäre doch dann einfach voll schlau, wenn wir uns einfach Sandro Wagner kaufen, beziehungsweise holen, ausleihen, was auch immer. Wir machen hier eine Anfrage für Transferverhandlungen, also kaufen direkt. Und ich finde, er sieht ein bisschen komisch aus, aber das ist ja egal. So, das waren die 3 Spieler, die ich mir jetzt mal rausgesucht habe, die ich anfragen wollte. Ich bin jetzt gespannt, wann ich da eine Nachricht bekomme oder wann ich die dann irgendwie vielleicht ausleihen bzw. kaufen kann. Jetzt haben wir das Spiel gegen Wolfsburg. Das ist das letzte Spiel der Hinrunde der Bundesliga. In der nächsten Folge geht es dann tatsächlich weiter mit dem Spiel gegen Köln. Also fangen wir quasi wieder von vorne an. Gleich ist nämlich auch die Auslosung des Weltfußballers. So, wir machen uns bereit für das Spiel gegen Wolfsburg. Mal gucken, wie die so drauf sind. Sind, glaube ich, Platz 9 gewesen. Ich hoffe, dass wir natürlich auch hier gewinnen können. Unser letztes Spiel der Hinrunde. Und ich fand gerade, dass Gomez sehr realistisch aussah. Naja, ich bin gespannt. Let's go. Jawohl, Lewandowski wurschtelt sich irgendwie durch. Der Kerl macht immer Tore. Egal von wo, egal wie. Der bringt den Ball fast immer über die Linie. Hier nach der Ecke ein bisschen Chaos. Er holt ihn sicher den Ball. Das war nicht schlecht gedacht. Da war der Abwehrspieler dazwischen, Lewandowski. Bekommt ihn wieder irgendwie vor den Fuß und kann ihn dann reinschieben. Macht er echt gut, muss man sagen. Macht er echt super. Gelbe Karte hier für den Wolfsburger. Keine Ahnung, wer es ist. Bruma, okay. Er hat hier Müller richtig umgehauen. Müller konnte den Pass zwar noch spielen, aber aus der Chance wurde nichts. Von daher gibt es jetzt Freistoß. Jawohl! Robert Lewandowski, 36. 2-0. Schön! Schön, 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 schön. Schönes Spiel. Doppelpass hier gespielt. Dann läuft er ihm da ein bisschen davon. Und weil er an mir dran war, immer noch an mir dran war, dachte ich, komm, jetzt zieh einfach mal ab. Pass war super hier auf Lewandowski. Er hat sich auch gut durchgesetzt, muss man sagen. Und dann schöner Schuss zum 2-0 der Bayern. Boah. Den musste ich jetzt direkt nehmen. Aber auch das hat Robert Lewandowski wieder gut gemacht. Musste ich direkt nehmen, wie gesagt. Der andere stand schon neben mir. Oh, die doppelte Grätsche an Müller und Robben. Und Robben hat's erwischt. Ach du Scheiße, fuck. Ich glaube, das ist unser erster Verletzter in der Saison. Robben hat es erwischt. Scheint noch spielen zu können. Okay. Doch nicht der erste Verletzter in der Saison, zum Glück. Das wäre scheiße, wenn es Robben so richtig erwischt hätte. Aber es scheint noch zu gehen. Halbzeit. Ein sauberes 2-0. Wolfsburg ist ja richtig, richtig krass am Faulen. Die haben hier da schon ein paar Männer gelegt. Alter, der eine Freistoß war natürlich scheiße geschossen, deswegen habe ich ihn auch wahrscheinlich rausgeschnitten. Aber das Foul habe ich euch gezeigt.
Und auch so, ne? Also die, da haben sie jetzt gerade doppelt gefoult. Also da hätte es eigentlich, muss der Schiri mal irgendwo gelb geben. Eine gelb gab's für Bruma. Aber normal hätte es da schon zwei oder drei geben müssen insgesamt. Ballbesitz haben wir mehr, wir haben fast 70%. Ist auch ein cooles Spiel, also wir haben es voll im Griff bisher. Kann sich natürlich jetzt ändern zur zweiten Halbzeit, ich hoffe es einfach mal nicht. Wie gesagt, wir haben es bisher voll im Griff. Und ja, wenn es so weitergeht, wird das hier ein 3-4-0. Und ja, vielleicht auch ein paar gelbe oder rote Karten für Wolfsburg. Und Alaba macht das 3-0. Bisschen Glück. Er hätte ja auch schief gehen können. Aber der Ball sitzt. Alaba lief da richtig, richtig gut. Hat den einen Verteidiger sogar noch stehen lassen. Und mit seinem starken Linken schlänzt er den da zwischen Pfosten und Torhüter. Das ist ja geil. Das ist ein cooles Spiel. Viel geiler als das erste gerade gegen Stuttgart. Auch wenn es da 5-1 ausging. Wer weiß, was hier noch passiert, aber ich finde das Spiel so an sich viel cooler. Und Tor. 4-0. Ich weiß nicht warum, aber es läuft. Ein geiles Spiel. Kann's nicht oft genug sagen. Echt geil, das Spiel. Also ich kann halt Sachen machen, die ich sonst nicht machen kann. Hier, guck mal, wie viel Platz ich in der Mitte habe. Den Pass da, den Steilpass spiel auf Lewandowski. Der kommt einfach durch. Und dann kann ich mit Lewandowski sogar noch rennen. Weil oft ist es ja dann so, dass, vor allem in PES, das ist in PES echt so oft, dass man dann den Ball bekommt und der Verteidiger dann wirklich schneller ist als man selbst. Und dann einen richtig einholt und man muss einfach jetzt irgendwann schießen, weil sonst haut der Verteidiger den Ball einem weg. Und das ist hier irgendwie nicht so der Fall. Also gegen Wolfsburg kann ich da noch immer ein paar Schritte rennen, kann mir die Ecke aussuchen, kann mal einen Finesse-Schuss machen oder was auch immer. Aber es bockt richtig gerade. Macht richtig viel Spaß. Oh, Castells! Er hat ihn nicht mal gehalten, so richtig. Der stand einfach nur da. Ich glaube, der ist einfach auf seine Brust geprallt. Also so eine richtige Parade war es nicht. Das war mehr Glück als Verstand. Jetzt gibt es ja auch mal den Konter. So selten. Aber Alaba macht das gut. Und klärt. Oh, was? Der war nicht über der Linie. Ei, den hat er jetzt gut gehalten. So die erste richtige Parade, aber den hat er echt gut gehalten. 4-0. Schade, dass das Spiel rum ist. Ich habe ja gesagt, so ein 3-4-0 kann es werden. Das Ergebnis ist komplett egal. Das Spiel hat so viel Spaß gemacht gerade. Ich hätte da echt nur eine Stunde dran spielen können. Und mir wäre die Lust nicht vergangen. Das war echt, ich finde es auch so cool, Wolfsburg da zu ärgern. Weil wenn sie dann, wenn ich mal eine Chance hatte und sie die irgendwie abwehren können oder der Torwart den irgendwie gehalten hat oder so und die dann den Ball so leicht rausdrischen und ich den dann immer wieder krieg, beziehungsweise sie dann immer wieder Fehlpässe spielen, weil sie in Bedrängnis kommen oder so. Ich finde das so witzig irgendwie. Und es hat echt super geklappt und super viel Spaß gemacht gerade. Und ich sehe Hoffenheim verliert, also haben wir einen größeren Vorsprung jetzt. Alle Ergebnisse mal vorgelesen. Dortmund-Köln 1-1. Bayern gegen Wolfsburg 4-0. Hertha gegen Mainz 3-1. Freiburg gegen Stuttgart 0-1. Frankfurt gegen Hoffenheim 3-1. Leverkusen gegen Hamburg 2-4. Schalke gegen Leipzig 0-1. Gladbach gegen Augsburg 0-3. Hannover gegen Bremen 0-0. Heißt, wir haben jetzt einen Vorsprung von 8 Punkten. Also wir hätten jetzt eigentlich einen Vorsprung von 10 Punkten. Allerdings gibt es ja auch noch andere Vereine. Wir haben ja jetzt einen Vorsprung von 10 Punkten auf Hoffenheim halt eben. Aber die Hertha hat sich da jetzt wieder mit eingemischt und ist jetzt auf Platz 2. Was ich ganz chillig finde, dass Dortmund irgendwie Platz 6 ist. So komplett weit weg eigentlich.
und Frankfurt, die Platz 17 sind, haben gerade einfach mal gegen Hoffenheim gewonnen, die ja gerade Platz 2 waren, jetzt Platz 3 sind. Ja, wir sind eine sehr, sehr gute Mannschaft, muss ich sagen. 42 Punkte zur Saisonhälfte. Wenn wir das nochmal wiederholen könnten, dann hätten wir zum Saisonende einen Punktstand von 84. Wir haben eine Niederlage, 3 Unentschieden und 13 Siege. Die 3 Unentschieden sind okay. Eine Niederlage hätte vielleicht auch nicht sein müssen. Ich weiß gar nicht mal, gegen welchen Club das war. Aber es muss einfach nicht sein, die Niederlage, so gut wir oft spielen. Wir haben 58 Tore geschossen, bloß 18 kassiert. Damit sind wir eine der besten Mannschaften, was die Gegentore angeht. Hertha BSC hat 16 Gegentore, wir haben 18. Nur Dortmund hat 12, also wir sind auf Platz 3 quasi mit den Gegentoren. Haben dafür aber mega, mega viele Tore, so viel hat keine andere Mannschaft. Da kann man echt sogar Dortmund und was weiß ich, Hertha noch zusammenrechnen. Die haben nicht so viel wie wir insgesamt haben. Haben dadurch auch eine Tordifferenz von 40 und ja, andere Mannschaften haben hier minus 13 ist die schlechteste und andere Mannschaften wie Dortmund, Hertha und so haben eine Tordifferenz von 8. Wir haben hier eine Tordifferenz von 40. Damit sind wir deutlich, richtig fett deutlich auf Platz 1. Ja, das sieht man auch an den Punkten. Wie gesagt, ist alles super, klasse, toll. Wir gucken jetzt uns noch die Verhandlungstag. Oh, Verhandlungstag. Ja, dann ist noch ein bisschen Palaver. Die heutige Folge ist mega, mega lang wahrscheinlich. So 25, 26 Minuten locker. Verhandlung. Jetzt bin ich mega gespannt. Alle drei haben geantwortet. So, also ich habe jetzt gerade was Kleines aufgenommen, das schneide ich am Anfang des Videos, das werdet ihr ja alle gesehen haben. Also wer jetzt noch dran ist, schreibt einfach nochmal Hashtag Verhandlungen in die Kommentare, dass ich sehe, wer auch tatsächlich bis zum Ende dran geblieben ist. Wie gesagt, das Video ist mega, mega lang und ich bin wie gesagt gespannt, was ihr da abstimmt. Wie gesagt, das habe ich am Anfang des Videos hin geschnitten und ja, mal gucken. Bin echt mega gespannt, was bei der Umfrage rauskommt und dann würde ich auch sagen, beenden wir dadurch jetzt diese Folge einfach mal, dass ich das dann eben die nächste Folge so beginnen kann mit den Verhandlungen. Und dann sehen wir hier auch schon am 11. Januar die Vergabe des Weltfußballers. Mal gucken, ob es wieder Ronaldo, Messi, was weiß ich was ist. Oder vielleicht tatsächlich mal ein anderer Spieler. Warum nicht Lewandowski? Er ist ein super, super, mega krasser Spieler. Und naja, mal gucken, was dabei rumkommt. Wie gesagt, Hashtag Verhandlungen in die Kommentare, damit ich sehe, wer noch guckt. Und dann würde ich sagen, bis dahin, haut rein und ciao, ciao.